So. Ich würde mal sagen, da wären wir dann wieder, ne, oder? So, wo seid ihr schon wieder? Ich glaube, ihr seid irgendwo da vorne. Ich hab gehört, ihr seid irgendwo hier vorne. So, hi, Leute. Wieder in VR mal wieder. Hier. Das ist mal voll awkward hier. Ich weiß auch nicht warum. So, hallo Alex, wie geht's? Hey ho. Beat Saber, ja, ich habe ja auch gehört irgendwie. Ich weiß auch nicht woher. So, ich habe irgendwie ganz viel schreckliche Angst vor allem. Deswegen will ich auf jeden Fall dann hier, auch den Performance-Mode dann reinpacken später, aber da muss ich dann mal nochmal gucken. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir dann das Spiel auf jeden Fall capturen. Das wäre schon mal ganz gut. So. Ich finde es auch immer interessant, was die Leute hier teilweise auf dem Bildschirm hier sehen. Seht, oder, beziehungsweise. Warte mal. Wie erkläre ich das am besten? Ich habe hier nämlich ein schönes Haus, was auch ein bisschen eingerichtet ist, und ihr seht einfach nur mein Screen. So. Hattest du eigentlich schon mal Beat Saber im Stream gespielt? Ich weiß gar nicht. Ich sehe Schnee, ja, das ist das Standardbild. Aber ich habe hier, wie gesagt, eine schöne Villa eingerichtet. Ich weiß gar nicht, wie man die zeigen könnte. Ob man die überhaupt irgendwie zeigen kann. Gute Frage. So, ich starte schon mal Beat Saber hier jetzt. Machen wir mal. Starten wir den Spaß mal und gucken, was passiert. Wie gesagt, alles ein bisschen instabil leider. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Das liegt anscheinend ein bisschen an OBS halt auch. Phasmophobia trägt auch eine gute Rolle bei beim Crashen von dem ganzen Zeug. Also irgendwie sehr merkwürdig. Alles. So. Und ich hoffe, von der Sound-Lautstärke geht's dann. Ich kann ja dann mal kurz hier dann bei Solo reingehen. Also jetzt müssen wir mal gucken. Seht ihr schon was? Nee. Ist die Frage. Wo ist denn hier Beat Saber? Ach hier. Wenn ich jetzt hier reintappe, seht ihr dann was? Blub, blub, blub. Hallo? Jetzt mal gucken. Ah, jetzt seht ihr was, ne? Gut. Ich hoffe, ihr seht alles ganz normal. Gibt irgendwie ein neues Music Pack, hab keine Ahnung. Will ich aber nicht spielen. Ich will heute eigentlich, wenn dann, nur die normalen Songs lieber spielen, weil Copyright ist ja hier so ein bisschen komisch. So, ich gehe mal kurz auf ein Lied und ihr sagt mir, ob das zu laut ist. Ist das zu laut für euch? Also für die Wellenserie ist es nicht laut, zu laut, habe ich gehört. Muss ich es noch ein bisschen leiser machen? Oder habt ihr keinen Sound? Wenn ihr keinen Sound habt, sagt mir auch Bescheid. Wenn irgendwas nicht geht, beschweren. Ich finde nicht. Also ist es angenehm, soll ich so lassen? Ich finde, das passt. Okay, gut. Das klingt doch ganz gut schon mal. So, was machen wir denn für Spiele? Ich habe hier immer. Das hier habe ich immer gemacht. Ich hoffe, ihr seht meinen Zeiger hier. Das hier habe ich immer wieder gemacht. Dann Country Ro Rounds. Nicht Country Roads. Das habe ich auch öfter gespielt. Also hier sind ein paar gute dabei. Die können wir wirklich ein bisschen spielen zum Warm-up. Mir wird gleich eh so warm sein. Ich kann lieber gleich schon mal hier irgendwie hoch. So, was machen wir denn? Das ist eigentlich ganz nice. Gibt's auch mit 360 Grad. Habe ich das schon gemacht? Der Chat ist gerade ein bisschen im Weg. Warte mal. Ich muss mal euch hier, sorry, aber ich muss euch hier mal ganz kurz rüberschieben. Aber ich mache euch mal größer. So, boah, jetzt kann ich den Chat auch endlich lesen. Sehr gut. Habe ich 360 Grad schon gespielt? Das geht bestimmt nicht gut aus. Steht hier irgendwie, habe ich schon mal Fragezeichen? Notfalls mache ich einfach den No-Fail-Modus rein, dann kann ich so viel verkacken, wie ich will. 90 Grad? Ich glaube, ich habe schon mal gespielt. Ich mache mal erstmal normal. Man muss ja nicht übertreiben. Vor allem bei 360 Grad wird lustig mit dem Chat, da müsste ich den eigentlich hochpacken, weil ansonsten könnte er irgendwann im Weg sein. Das will ja keiner hier. So. Okay, wir machen mal hier. Warm-up. Gott, das wird so schief gehen. Ich finde die Ansicht leider ein bisschen doof für euch, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwas Besseres gibt. Also eigentlich kannst du halt irgendwelche Mods mit Models und so installieren, aber das habe ich halt alles nicht. Das ist bei Powerbeats VR ein bisschen besser gemacht. Aber da wolltet ihr ja auch die First-Person-Sicht, also gucken wir mal. Oh. Nicht durcheinander kommen. Schlecht. Ich glaube, ich könnte auch Expert Plus machen. Das Coole am Beat selber ist, das sind nicht so übertrieben viele Kniebeugen wie im Powerbeats.
Da tun mir die Knie später nicht weh. Sollte irgendwas nicht laufen, aber ich sehe es leider erst nach der Runde, ne? Das ist echt relativ easy. Das sind irgendwie keine... Oh mein Gott, sagt der und verkackte voll. So. Ich muss zugeben, dass ich mein Grinsen nicht verkneifen kann. Ich glaube, das sind jetzt meine Lieblingsstreams. What? I like that song. Ja, ich finde ihn auch gut. Aber war alles gut, ne? Hat alles gut geklappt soweit. Sehr gut. Ich sag's euch, das ist das scheiß Phasmophobie auch ein bisschen. Also bin nicht wundern, da ist der Chat, deswegen gucke ich mal nach da. Ohne Witz, ich sag's euch, das ist das scheiß Phasmophobie, ja? Das schmiert nämlich nur bei gewissen Maps ab. Nee. Das finde ich gut. Das fand ich auch gut. Nee. Was haben wir hier noch? Das ist auch gut. Keine Ahnung. Das auch. Machen wir mal Expert Plus, oder? Let's go. Ich glaube, das ist auch gut. So. Damit ich hier mal einen Schützen komme. Das ist schon ein bisschen besser. Sage ich jetzt noch. Und später werde ich es bereuen, weil ich verkacke oder so. Kann passieren. Bin ein bisschen außer Übung bei Beat selber. Boah. Kurz mal entspannen hier. Oh oh, jetzt kommt's gleich wieder. Oh oh. Das Lied ist auch schön. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Ich habe immer nur die anderen Packs gespielt irgendwann. Aber Imagine Dragons will ich wirklich nicht spielen hier on stream. Nein, 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 ich hasse alles. Ah, ich wusste es. Oh, das war zu viel. Scheiße. Belastend. Okay, okay. We tried, Leute, we tried. Boah, Alter, ich weiß nicht, wo ich meine Ärmel hinmachen soll, ohne Witz. Volume 3. Oh, das ist geil. Dann kann ich aber, glaube ich, nicht... Oh, das gibt's auch auf 360. Das kann ich maximal auf Expert. Expert Plus, glaube ich, nicht. Ich glaube, das konnte ich aber mal, oder? Ich konnte es mal, aber ich traue es mir ehrlich gesagt nicht mehr zu.
Ich bin mir unsicher. Wir versuchen es mal. Ich glaube, Expert Plus ist mir aktuell gerade wieder vom Reinkommen zu schwer. Und ich mag die Farben. Das muss so lustig aussehen, vor allem wenn man dann nur mich rumfuchteln sieht, auch in der Webcam, ey. Ich hasse solche Dinger, ey. Das ist definitiv auch eines meiner Lieblingslieder. So, hallo Kuro, hallo Marc, hallo Melli, Gottes Willen, was kommt ihr denn alle her? Da spielst du einmal kurz einen Song hier durch und dann sind alle da. Oh, was geht? Habe ich irgendjemanden übersehen? Der Chat geht nicht mehr weiter hoch. Es tut mir leid, falls noch jemand Hallo geschrieben hat, dann ja. Sitzt gerade im ICE. Boah, gönn dir, Kuro. So. Düb-di-düb-di-düb. Ja, hat's euch gefallen? Ich fand's gut. Burning Sands fand ich auch immer gut. Nee. Nee. Ja, wenn dann das. Oder das hier. Nee, auch ne. Das war auch immer böse, ey. Da gibt's so Assi-Stellen drin, glaube ich. Das hat sowas Ägyptisches, ich weiß auch nicht warum. So, und hallo, was, Leon? Hallo Leon auch. Das erinnert mich irgendwie so richtig ägyptisch einmal irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie gut.
So langsam wird mir warm, Leute. Ich glaube, ich bin bald ready für Phasmo. Das schlimmste Teil kommt, glaube ich, noch, den ich immer verkackt habe damals. Oh oh, ich habe Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Das könnte auch einer der Songs werden, die aber nichts werden. Oh oh. Scheiße. Nein, 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 ich wusste es. Oh Gott. Ich wusste es. I knew it. Ausrufezeichen Lauch, ey. Mach ich wieder so. Seht ihr nichts mehr? Seht ihr diese Muskeln jetzt? Wow. Ja, ich habe richtige Laucharme. Was? Master Like in der Cam. Was? Du inspirierst mich gerade. Ich fahr mal meinen Schreibtisch hoch und stell das Laufband an. Das freut mich. Aber jetzt sind wir zu warm. Scheiß auf die Laucharme. Oh, Extras. Fitbit ist doch neu, oder? Das soll, glaube ich, so assi sein. Wo steht hier, ob ich das schon mal geschafft habe? Also bei dem hier habe ich gehört, soll voll assi sein gefühlt. Vielleicht machen wir das einfach mal. Und verkacken. Laucharme können auch cool sein. Aber ich hätte lieber Muskelarme, muss ich zugeben. Ah, Internet ist weg, jetzt wieder da. Boah, das kenne ich vom Zugfahren, Kudo, das ist schlimm. Vor allem, wenn du in den Tunnel oder keine Ahnung, plötzlich irgendwo im Nirgendwo bist, dann ist das immer so. Okay, ich werde das Lied, glaube ich, hassen. Oh Gott. Ich habe das noch nie gespielt, das glaube ich. Das soll furchtbar sein. Es ist wirklich furchtbar. Gottes Willen! Hä, wieso reagiert er nicht? Mach das doch. Habe ich eigentlich irgendwas hier in meiner Tasche drin? Nee. Step du doch to the left. Alter, ich hasse das jetzt schon. Ja, okay. Step doch selber to the left. Lauchlappen. Was? Okay, ich mach lieber das. Schaffe ich das auf Expert Plus? Ich weiß es nicht. Könnte passieren. Und hallo Kalle. Marcel, ich hab auch Lauchlappen. Ja, wie gesagt, ich hätte dann lieber hier. Ja, keine Ahnung. Mal gespannt, ob ich das schaffe. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird nichts. Okay, mach mal auf Expert Plus. Lauch ist toll, vor allem in Sahnesoße und Nudeln. Alter, lass meinen Arm in Ruhe. Oder wir machen mal. Ja, 360 Grad ist halt so eine Sache. Wir können 90 Grad mal machen. Expert plus 90 Grad, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Wir machen es mal. Let's go. Oh Gott. Hilfe. Aha. Ja, nee, finde ich nicht so gut. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen. Ach du Scheiße. Gibt's das hier in leicht? Wieso gibt's das nur in super schwer? Ich bin doch ein Noob. Da mache ich es auf Expert normal. Nee, hallo, das hier. Das schaffe ich. Alter. Habe ich schon Panda. Habe ich gerade Panda Queen Hallo gesagt? Weiß nicht, hi. So. Jetzt mache ich es mal gut, weil sonst heißt der Master ist schlecht und schafft ja nichts. Oh, das ist angenehm. Slow Motion. Oh, ja, viel besser. Das kommt mir jetzt voll langsam vor im Vergleich zu den anderen. Als würdest du wirklich in Slow-Mo durchgehen. No, Kabel. Ja, ich fühle ihn. Down, 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 down.
Ich bin mir nicht sicher, ob das schwerer aussieht, als es ist. Oder einfach. Aber warte mal, macht das Sinn? Ob es einfacher aussieht, als es ist. Bin mir unsicher. Nein, ich habe einen gefailt. So, mein WLAN ist heute komplett scheiße. Schlechter als das, was Kudo in seinem Zug hat? Vibe zum Lied. Ja, das Lied ist echt gut, ne? Und hallo Rilachen, Hallöchen. So, fühlt sich wirklich an, als würde man hier in Slow Motion durchgehen. Dann will ich keine Fehler sehen. Ja, ein paar kommen immer automatisch rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann manchmal ein paar Tracking-Fehler sind oder ob ich es einfach falsch einschätze, wo die komisch herkommen. Also irgendwie so ein paar kommen immer. Das muss Krimi mal machen. Wenn Krimi mal jemals eine VR-Brille hat, dann möchte ich das bei ihm sehen. Oder bei der Buschfrau. Ich weiß gar nicht, ob die das sogar schon mal gemacht hat. Hat die Buschfrau nicht sogar eine VR-Brille? Aber hier, gewisse Leute müssen das ja eigentlich mal machen. Ich finde den Song aber echt furchtbar, muss ich zugeben. Gibt's denn 360 Grad auf hart? Wir machen mal 90 Grad auf hart. Ne? Aber mich nervt dieses Dauer hin und her bei dem Song. Diese komischen Krabbenhände halt. Na, rauf, runter, rauf, runter. Rauf, runter. Hä? Nein. Gottes Willen. Das irritiert mich, die Abfolge hier. Das meine ich halt. Das ist so weird hier. Boah. Mein Gehirn ist überfordert, ey. Gleich geht's wieder los, Leute.
Ich weiß nicht warum bei dem Song, ne? An sich ist der Song ganz nett, aber irgendwie seit ich den immer wieder mal in Beat selber gespielt habe, hasse ich den irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, andere gehen in der Dusche duschen, Melly duscht im Lurk. Was? Achso, ja, cool. Wie geil Crab Life, ja. Es ist halt, gibt's halt auf alles mögliche. Wie gesagt, 360 Grad gibt's auch noch oder einfach einhändig. Einhändig ist auch voll weird irgendwie. Was ist das hier eigentlich? Camella Music Pack, habe ich das? Gottes Willen. Gibt's da überhaupt was Gutes? Ah. Da steht doch mal deine Nuggets. Was habe ich denn noch für Music Packs sonst? Warte mal. Ich habe Music Packs. Ich frage mich nur. Hilfe, wo komme ich denn da wieder hin? Ach hier. BTS habe ich nicht. Linkin Park habe ich nicht. Timbaland habe ich, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht. Imagine Dragons hätte ich auch. Aber das sind ja alles so. Gefühlt Copyright-Lieder. I don't know. So, und hallo DX, wie geht's? Hey ho. Nein, ich möchte das auch spielen. Ja, ist halt schon chillig. Ja, man könnte vielleicht trotzdem eins spielen, warte mal. Das ist mein Lieblingslied eigentlich davon. Warte, seit wann gibt's das auf Expert Plus? Komm, machen wir das mal. Scheiß drauf. Das hat so ein blaues Theme irgendwie, das ist voll geil. Sag mal, habe ich jetzt einhändig gewählt? Habe ich gerade einhändig gewählt? Warte mal. Ich wollte nicht einhändig. Oh, ich habe einhändig gewählt. Ups. Einhändig kann mal ganz lustig sein, aber muss jetzt nicht. Und Hauptsache, die Wellen-CD haben da auch immer ihren Spaß. Normalerweise haben die immer mega Schiss vor uns, wenn wir hier vor denen stehen, aber wenn ich VR spiele, genügen die das komplett. Als wüssten die, dass ich nichts sehe, so quasi, hör, der Blödmann, ey. Fuchtelt da in der Gegend rum. Da musst du immer voll die Armverrenkungen machen bei dem Lied, aber ist das in Ordnung? Keine Ahnung, ob ich die alle treffen soll, da. Ups. Hilfe. Nein, 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 oh, ich hasse alles, ich wusste es. I knew it. Ach, Mann, es lief so gut. Wieso läuft das immer scheiße auf einmal? Bin die ganze Zeit durchgekommen. Wellies lag höher, guck mal, der fuchtelt blind in der Luft rum. Ja, genau. Kann aber trotzdem nicht fliegen. Ja, der eine will sie nicht, leider. Ah, so.
Was? Was ist mit dem los? Der quatscht jetzt nicht nur mit sich selbst, sondern schlägt auch noch in der Luft. What the fuck? Ja. Oh, so langsam wird mir warm. Zu warm, Leute. Vielleicht sollte sich Maser im Flaggen zeichnen. Ja, könnte so sein, ne? Ah, so. Boah, jetzt wird es mir langsam wirklich zu warm. Das ist immer dann schlecht, wenn man dann ein anderes Spiel spielt und dann gefühlt hier drunter noch voll schwitzt. Bin mir unsicher, ob ich noch eins spielen soll. Kein langes. Hier war nichts mehr Gutes. Ja. Das hatten wir schon, ne? Ja. Fühle ich nicht. Hatten wir das schon? Ja, ne? Country Rounds oder Commercial Pumpin'? Was machen wir von denen noch? Welches soll ich davon nehmen, Leute? Was? Leute? Was soll ich nehmen? Oder soll ich ein ganz anderes nehmen? Zwei. Okay, was machen wir denn? Machen wir einen 360 Grad, das geht nicht gut aus. Ich würde es gerne schaffen. Komm, wir bleiben bei Expert. Ich will ja auch nicht zu viel schwitzen jetzt hier. Muss casual ein bisschen gehen. Wir müssen ja gleich noch Phasmophobia Geister jagen, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, wie spät wir schon haben. Ohne Witz, ich habe ja privat sehr viel getestet, ne? Mit der VR-Brille und aufnehmen und streamen und so. Und holy fuck, ist das gruselig, wenn man keinen Chat hat, keine Mitspieler hat und dann in ein Geisterhaus reingeht, ey. Das ist so fucking gruselig, ich sag's euch, Leute. Also, wenn man irgendwie Leute um sich rum hat, selbst wenn es nur der Chat ist, ist schon ein ganz anderes Gefühl. Hey, welches habe ich gefehlt? Lühe. Oh, das habe ich gefehlt. Da war ein Gehirnaussetzer gerade. Ich glaube, wir sind am Ende, Leute. So. Wer wollte mich schrecken? Was? 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 Habe ich was übersehen?
Bekomme ich Alerts nicht mit? Oh, oh. Sollte ich irgendwelche Sounds nicht mitbekommen, sag mir Bescheid. Kann nämlich sein. Wegen VR-Setup, weil, wie gesagt, alles ein bisschen, naja. Was, 17.18 Uhr? Was, 23 Uhr? Auf die Uhrzeit, wie spät das ist. Okay. Hey, da steht da sogar die Uhrzeit im Chat, sehe ich gerade. 5 Uhr, oh, ja, okay. Never mind, vergesst, was ich gefragt habe. Marcel, wir haben 19.21 Uhr, 21, nee, wir haben 17.21 Uhr, du Doofi. Es ist 17 Uhr und 21 Minuten. Hä? Ja, doch. Verdammt, steht in meinem Chat, da sind die Timestamps aktiv. So, ja. Okay, ich würde sagen... dümpeln wir mal in Phasmophobia rein? Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Ja, nein, vielleicht? Wahrscheinlich ja, ne? Habe ich hier eigentlich noch ein anderes Fenster offen? Ah. Hä? Ah. Hier ist das Fenster. Cool. Achso, und ich hatte die... Ich sehe gerade. Oh nein. War irgendwann... Ne, der letzte Alert war Becky. Okay. Warte mal, wie war denn das nochmal? Ah, warte mal. Vorschau deaktivieren. So. Geh mal auf Nummer sicher, ne? Bitte crash nicht. Was heißt dümpelt? Ich dümple hier rein. Heißt so viel wie... Ja, ist eine Form von Laufen, genau. Wir dümpeln. Ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie, keine Ahnung, frag mich nicht. Wir dümpeln einfach, okay? Nimm's hin. Wir sind Dümpler. Dümpeln ist halt irgendwie gemütlich und, was? Falls du's... Oh, ich soll nicht vorlesen. Was? Achso. Was? Weißt du, wie das geil... Was? Geil? Hä? Kalle, was ist mit dir falsch? Bin verwirrt. Irgendwas mit... Ich kann leider... Ich lese es später, Kalle. Ich kann es nicht so gut lesen. Phasmophobia. Ich möchte nochmal sagen, Phasmophobia ist ein Haufen Scheiße. So. Super schlecht optimiert, Alter, das Spiel. Deswegen kackt man, wie gesagt, bei mir irgendwie alles Mögliche dann ab, wenn wir auf Asylum oder Farmhouse gehen. So, start mal. Deswegen dürfen wir da nicht hingehen. Huch, wo ist mein Chat? Oh, er ist jetzt hinter mir. Achso, übrigens, das war noch wegen Test. Okay, warte, ich muss mal ganz kurz. Bloop. Oh mein Gott. Also, das ist das. Seht ihr eigentlich schon was? Könnt ihr mir sagen, ob ihr schon was seht? Wenn nicht, bitte melden. Game? Seht ihr es oder seht ihr es nicht? Keiner kommt mich retten, ich kann gerade schlecht. Achso, und das Game muss man aktualisieren. Kann man Mod Ausrufezeichen Game Phasmophobia eingeben? Danke. Und vielleicht noch Ausrufezeichen Title Marser Jagd VR Geister oder sowas. Seht ihr? Okay. Dupidup. Mach jetzt meine Dingens Laucharme wieder weg eigentlich. Dankeschön, Kuro. Und irgendwie Title, Marser Jagd VR Geister oder so, keine Ahnung. Oder denkt ihr was Kreatives aus? Kannst auch gerne irgendeinen kreativen Titel nehmen. So. Oh, here we go again. So. Klappt ja gut. Ich war schon im Sportunterricht schlecht darin. Ey. Mann! Vor allem, da ist aber keine Markierung, wo man hinzielen kann, ja? Ist voll schwer. So. Jetzt zu den wichtigen Dingen. Ist halt immer noch so nah an mir dran, ich weiß auch nicht. Maser geistlich in VR, Phasmophobia. Wieso geistlich? Da fuck. Bin aus der Kirche ausgetreten, da geht nicht mehr. Ist, glaube ich, schon zu spät. Wisst ihr, was so peinlich ist hier? Was mir andauernd mal passiert ist, während ich getestet habe, hat das Menü voll rumgespackt, ne? Und wisst ihr, was dann einfach passiert ist? Ich
bin einfach in der, aus Versehen in der Lobby gestanden und habe so gesagt, boah, scheiße, irgendwie das, irgendwas mit Scheiße, das geht nicht oder sowas. Voll bayerisch auch gelabert. Auf einmal stehen da Leute um mich rum und sagen so, oh, I think he's German, oh, he's so air. Und ich bin nur so, oh, scheiße, schnell raus hier. Das war so peinlich, oh Gott. So, geistlich, mental, achso. Ja, das ist gut, Kuro. Das jagt gut, das jagt gut, was? So, blub. Nee. Hä? Was meine ich, das Menü buggt? Hä? So, da ist der Code. Er ist 803046, wenn man mitspielen möchte. Herzlich eingeladen. Wir dürfen auf gar keinen Fall auf Asylum gehen, auf gar keinen Fall auf Farmhouse. Da stürzt nämlich alles ab. Da ist dann der Stream weg. Wenn der Stream anderweitig bei einer anderen Map weg sein sollte, dann wisst ihr Bescheid. Dann werde ich den Stream dann neu starten. Werde mich noch kurz wieder irgendwie schön herrichten, keine Ahnung, whatever. Meine Frisur wird wahrscheinlich danach wieder im Arsch sein. Und dann spielen wir ganz normal ohne VR weiter, wenn es wirklich abkackt. Wie gesagt, es liegt teilweise an OBS irgendwie. Habe ich herausgefunden, aber auch einfach an Phasmophobia leider sehr, sehr stark, dass es irgendwie jetzt rumspackt. Die VR-Brille an sich funktioniert einigermaßen. Masse muss ich noch herrichten. Ja, ich bin sonst hässlich. Ein hässlicher Blauber, schon dann sterben alle. Ich gehe dann mal in den Lurk einkaufen, also im Supermarkt, bis nachher, alles klar. Und wenn das Spiel nicht dasteht, vielleicht F5? Phasmophobia? Hast du... Er hat doch sogar gesagt, er hat's gechanged, oder? Du bist nie hässlich, Master, gibst du. Ja, mein Gesicht könnte schon schöner sein. Die Frisur ist so die Frage. Wie war der Code? Hier ist der Code. Ich hoffe, du siehst ihn jetzt. Du siehst ja das, was ich sehe, ne? Oder wie seht ihr es nochmal? Kann ich das selber sehen, wie es ihr seht? Ja. Okay. Lustig ist, wenn ich lade, oder wenn ich in ein Haus reinlade, ist um mich rum nichts und ihr seht weiterhin dieses Menü hier. So, hallo Kalle. Hörst du mich? Ich hoffe, du hörst mich, Kalle. Kalle? Du hast wunderschöne blaue Augen. Hallo. Ich höre dich nicht. Oder liegt's an mir? Oh, oh. Bin am Handy, da ist F5 etwas schwer. Oh. Huch, er ist wieder gegangen. Das heißt so viel wie, ich hoffe mal. Es lag nicht an mir. Wenn übrigens Robomaster zwischendurch wieder kommt, sagt mir Bescheid. Das ist nämlich ein schlechtes Zeichen. Hallo? Hallo, Kalle! Ja, hi. Hi. Na? Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da bin. Du hast deinen Popel, warte. So, jetzt nicht mehr. Warum fummelst du mir im Gesicht rum? Ja, das kannst ja so nicht rumlaufen. So, jetzt noch hier ein bisschen Make-up drauf. So ein bisschen, ne? Wenn es ein bisschen schöner wird. So. Dann habe ich hier noch Haarspray. So. Ja. Was? Hier ist niemand hässlich, jeder ist schön und aus. Ich meine. Was? So, ich muss. Ich hab kein Zeug mehr. Wieder einkaufen gehen. Ja, Shopping! Woo! So, warte mal. Blüpp. Was habe ich denn sonst noch so? Oder hast du noch Zeug? Ja, ich nehme nicht alles mit. In VR sterbe ich wahrscheinlich, ja. Also, schön aufteilen hier. Was möchtest du denn da, was ich noch brauche, was wir nicht haben? Keine Ahnung. Ich füge jetzt mal irgendwas hinzu, warte mal. Hä? Hä? Das meine ich, das Menü ist so buggy. Ich drücke ganz eindeutig auf hinzufügen und er macht irgendwie die größte Scheiße. Alter. Hä? Ah. Seht ihr das? Seht ihr, wo ich hindeute? Warte mal, ich mache mal mit den linken Dings. Da geht's, glaube ich, dann. Das ist so buggy alles. Also, wie gesagt, das Spiel ist einfach Wahnsinn. So, ich mache mal zwei Kruzifixe. Dann mache ich mal drei Videokameras. Ja. Ja, ja, aber... Die kann doch, ist doch logisch, dass die buggy ist. Ja, aber... Hast du das auf eine Vollversion getestet? Ja, und da ist genauso Absturz, glaube ich. Also da war es auch nicht wirklich besser, deswegen habe ich das verworfen, wieder die Idee. So. Okay, mehr nehme ich jetzt nicht mit. Das muss reichen. Was haben wir denn jetzt alles? Haben wir das Wichtigste? Wir haben keine Räucherstäbchen.
Kannst du noch ein Räucherstäbchen und... Räucherstäbchen kaufen, ja. Feuerzeug wahrscheinlich auch noch. Salz kann ich vielleicht noch kurz hinzu... Salz. Wo ist denn Räucherstäbchen? So. Dankeschön für den Follow. Wer auch immer gefollowt ist, Dankeschön. Vielleicht Ponio? Nee, keine Immer Ahnung. wieder Ich gern. spreche kein Deutsch, aber du bist lustig, also hi. Hi. Ich baue jetzt den schiefen Turm von Pisa, Sekunde. Während Kalle hier noch Dinge macht. Ich hab alles Nein, hinzugefügt. du hast noch nicht alles. Ich muss hier noch bauen. Was denn? Hä? Nee, du hast noch nicht alles, weil ich hier noch wichtige Dinge bauen muss. Oh mein Gott, der wackelt schon, der ist schon wieder. Schiefe Turm Pompi. Oh nein. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. 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 Wasser! Wasser! Scheiße. So, wähle einen Job. Ich kann nicht bereit drücken. Ja, ich habe ja auch Achso, noch keinen Job wir haben noch gewählt. keinen Job. Also auf gar keinen Fall Asylum. Ich würde Edgeview Streethouse nehmen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ganze Stream abschmiert, am geringsten. Wobei bei Tangled wurde er, glaube ich, noch geringer. Ich kann nur noch mit den Linken hier bestätigen, wie weird. So, beten wir, dass alles gut geht. So, wo stehe ich denn eigentlich schon wieder? Auf Start drücken, ne? Hier. Ja. Bitte lade. Bitte stürze nicht ab, bitte stürze nicht ab. Wie gesagt, es liegt irgendwie an OBS ein bisschen. Es liegt an Phasmophobia und es liegt einfach an, keine Ahnung, allem irgendwie. Oh, Gott sei Dank. Hallöchen, ich hab vergessen, eine Taschenlampe. Ich will sofort eine Meldung. Was? Eine Taschenlampe? Ja, dann hast du aber Pech. Hey, das ist meine. Achso, das ist meine. Ja, dann musst du Ja, wohl die alte nehmen. Die leider. habe ich beim Testen auch immer genommen. Das ist fucking scary dann. Ach was. Aber es ist eh ein kleines Haus, alles gut. So, ich setze schon mal die Kameras dann noch hier drauf. Tipp, tipp. So, Tag, hallo, dann. So, was müssen wir denn machen? Der Chat ist drüber, scheiße. Denken Sie, um welche Art Geister es sich handelt? Oh, das ist eine Aufgabe, die habe ich noch nie gesehen. Kruzifix, Bewegungssensor, Foto, oh Gott. Sandra Martinez. Okay, ja, Sandra. Martinez. So, was nehme ich denn jetzt alles mit? Ich nehme mal. Hat er gut geklappt? So. Hast du eigentlich den Link bekommen, den ich dir per Discord geschickt habe, wo ich immer die Phasmophobia-Updates sehe, oder auch zum Beta-Zweig? Kann sein, aber ich weiß, wo es die gibt. So, ich nehme mal das alles mit und du machst mir die Tür auf. Deine Hände frei? Nee, ich habe 4 Sachen dabei. Weißt du, ich hab so die schlechteste Taschenlampe und du sagst, ich soll die Tür aufmachen. Ich leuchte doch eh. Man kann Oh doch. Gott. Achso, warte mal, wir müssen ja erstmal den Was Strom ist denn anmachen. passiert? Ja, wo ist der denn? Im Keller wahrscheinlich. Oder in der Garage. Ja, In der wahrscheinlich. Garage ist es nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist so fucking viel scarier. In VR. Hallo? Guten Tag. Hallo? Boah, geil. Ein Fliegen essen. Lecker. Was? Entschuldigung, hatte Hunger. Was? I. Wie war das denn? Licht ist an. Oder Strom. Haben wir ein Thermometer dabei eigentlich? Was war denn das? Kalle? Ich muss mal aufs Klo. Wieder da, sorry. Hast du, Ich kann das erklären. Ich bin schon fertig. Hast du Licht angemacht? Ja. Strom? Hab ich. Ich hab Thermometer, ja. Okay. Gib uns ein Zeichen, du doofe Schruller. Ich glaube, du bist hier, ne? Gib uns ein Zeichen. Hey! Ich glaube, die ist hier. Wie Grad brauchen wir denn jetzt? Kann nicht sein, hier haben wir 14 Grad. Okay, dann ist sie nicht hier. Oben könnte sein. Müll. Hier haben wir 7 Grad, 10 Grad.
8 Grad. 8 Grad. 4 Grad. Was? 7 Grad, 12 Grad. 9 Grad. Das Thermometer verunsichert mich. Gib uns ein Zeichen. Alter, hier... Brunk. Aua. Hier im Flur sind 4 Grad. Gib uns ein Zeichen. 10 Grad. Warum waren es gerade von... 8 Grad. Gib uns ein Zeichen. Wunderschönes... 5 Grad. Ich glaube, die sind hier. Also, genau die. Ja, hier ist auch schon wieder irgendwie Step gewesen. Ich komme gleich wieder. 5 Grad, ja. Ja, lass mich ruhig alleine. Er flackert hier mit dem Licht. Oha. Wie macht doch das Licht hier aus? Hallo. Ich habe das Gefühl, ich bin zu groß für das Spiel. Wie alt bist du? Er ist erwachsen. Dann kann man sich ja wenigstens gut mit ihm unterhalten, wahrscheinlich. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich schreibe etwas in das Buch. Gib uns ein Zeichen. Ich hole neues Zeug. Okay. Ich will aber nicht allein sein. Komm mit. Ich schaff das mal da. Nein, ich komm mit. Lass mich hier nicht in VR alleine. Na, ich bin einfach zu groß für das Spiel. Was? Ob du da oben eine Cam aufgestellt hast? Hä, siehst du aus, als hätte ich eine Cam dabei gehabt? Hast doch dein ganzes Ding vollgeklatscht. Warte mal. Hä, aber ich hatte keine Cam dabei. Die nehme ich jetzt mit. Oh, warte mal. Nee, ich nehme zwei Cams gleich mit. Weil, VR-Vorteile! Okay. Geh mal vor. Mhm. Hinter dir mit dem Kruzifix. Ich kann die scheiß Kamera nicht anmachen. Was denn so? Oh, das war kurz bayerisch, ne? Schreibe etwas in das Buch. Das Buch weg, das ist sehr klug. Schreibe etwas in das Buch. Kalle, kannst du die Kamera für mich anmachen? Ja, das kann ich. Dann musst du da aber mal platzieren. Kruzifix. Mal gucken, was sagen die Temperaturen. Ist jetzt an. Also Fingerabdrücke sehe ich keine. Gib uns ein Zeichen. Oder auch nicht. Etwas in das Buch. Was hat das eben F denn? Nix. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich komme gleich wieder. Gib uns ein Zeichen. Disco Party. Entschuldigung. Manchmal gehen Dinge mit mir durch. Ja. Dafür solltest du aber. Ja, danke. Oh, ich glaube, da war eins. Und ich glaube, ich habe einen Mob gesehen. Ja, da ist eins, da oben. Guck mal da. Hier. Warte. Gleich kommt's wieder. Da war es gerade. Wie kann ich hier eigentlich nicht deuten? Das ist gemein. Hä, wieso kommt es jetzt nicht mehr? Ah, da war es wieder. Ich habe auch den Orb gezeigt. Also wir haben eben eine 5, wir haben Box und wir haben Orbs. Gin. Tonic. Was? Könnte sogar passen. Mhm. Er hat am Anfang auch mit dem Licht geflackert direkt. Wir haben aber noch kein Foto, Masa. Achso, und hallo Flo, hey ho. Hä?
Warte, wer will ein Foto? Vom Geist oder... Warte mal, ist der Geist cute and funny? Oder funny and sweet? Do you mean the ghost who lives here? Do you mean Sandra Martinez? Very confused right now. Foto machen, oder? Ja, warte. Bewegungssensor müssen wir auch noch ein paar aufstellen. Kruzifix und Foto. Hab ich alle bei. Warte mal. Achso, du hast alle Bewegungssensor schon bei. Das ist jetzt belastend. Oh. Was nehme ich denn dann mit? Warte, ist ein Gin. Tonic. Nehme ich noch irgendwas Besonderes mit? Maser, du als erfahrener Experte, ich muss dich was fragen. Ist das ein gutes Zeichen, dass mein PC nicht mehr raucht und nicht mehr verschmort riecht, wenn er einmal geraucht hat und verschmort? Ich wünschte, du könntest mich gerade blinzeln sehen. Du hast eine VR-Brille auf, denn da kann ich das nicht sehen. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Du solltest vielleicht auch mal eine Pille nehmen. Ach so, ja, könnte ich. Wie geht denn das mit dem Salz in VR? Ah, hier. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache. Dahin, ein Bewegungssensor, dahin. Hast du nicht eine Videokamera gehabt? Ja, die liegt hier irgendwo. Alter, was macht er die ganze Zeit? So. Denn haben wir nur eine? Oh! Der geht da rein, also da sollten wir uns auf gar keinen Fall verstecken. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich mir uns verstecken sollten. Ich glaube, wir sollten dann hier reingehen. Da vorne im Schrank. Ja, glaube ich auch. Bei der Gitarre. Da ist das Kabel, ne? Hallo Geist, wo bist du? Zeige dich. Sollte den Chat vielleicht... Oh Scheiße, ich hasse das. Was? Ich bin wieder in die Gardine reingerannt. Verstehe nicht, was du meinst. Hä? Bei mir kommt da so eine... So ein praktisch... Keine Ahnung, wieso... Maria Martinez! Maria Martinez! Läuft auf dich zu. What? Ja, hier waren gerade Fußabdrücke auf dich zugelaufen. Die sind weg. Die hat das Buch bewegt. Maria Martinez! Oh, oh mein Gott. Diana Fuchs, dankeschön für den Raid. Dankeschön, willkommen alle. Ja, ja. wie heißt sie nochmal? Maria Martinez. Maria Martinez. Ich habe leider noch kein Foto für dich. Also wenn du in die nächste Runde von Germany's Next Ghost Model kommen willst, dann wäre jetzt da... Boah. Warst du das? Was war ich? Ich Ich habe Angst. Schublade irgendwie. Ja. Nee, ich war gerade hier auf dem Klo. Ja. Maria Martinez, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Hallo Liana. Hey ho. Hast du deinen Sounds übertrieben laut? Weiß nicht. Maria. Vielleicht sollte ich meine Sounds auch laut machen. Mächtige Apfel, hallo. Maria? Maria Martinez. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Maria Martinez. Oh Gott. Dankeschön für den Follow. Ich sehe leider gerade keine Follows in VR, aber vielen lieben Dank. Macht euch gemütlich hier im Hamsternest. Boah, ey, pretty jumpscares. Wenn die gleich jagt, ne? Maria. Martinez. Auch Dankeschön für den Follow. Dankeschön, Dankeschön. Oh, mach das doch nicht. Next. Ja, nett. Darf ich Sie auch mal was fragen? Maria Martinez, willst du einen Muffin? Glaub nicht. Okay. War eine wichtige Frage, Entschuldigung. Ich habe tolle Himbeermuffins gebacken. Werde ich mir später noch einen gönnen. Hab heute auch schon einen gegessen. Was? Er ist old. Ja, das hätte ich auch gleich sagen können. Maria Martinez! Next!
Ja, nett. Schöne Schuhe hat Also sie. reagiert die schon mal auf Gruppen. So alt kann sie nicht sein. So alt sehen diese Schuhe nicht aus. Soll ich gehen? Wehe, Willst die du sagt mich ja. verletzen? Alter, willst du mich verletzen? Ist die merkwürdigste Ansprache ever. Und die antworten doch gar nicht drauf. Ich weiß gar nicht, wo Soll ihr ich das her habt. gehen? Na, alles Keine klar, Kudo, Ahnung. wir sehen uns. Alina hat mir das mal gesagt. Echt? Willst du Das mich soll ein verletzen? Triggerwort geben. Willst du mich Keine verletzen? Ahnung. Was? Siehst Ja, sorry, ich Guck stehe mich da nicht an, so auf ne? den. Ich stehe nicht so auf das komische. Oh Gott. Da kann ich jetzt mal Soll kommen. ich Ich. gehen? Huch! Oh. Boah, ich denke mal. Die Schatten sind so gemein. Party! Komm, Maria, auf geht's. Schalte das Licht an. Siehst du das eigentlich auch so mega krass, wenn ich das mache? Siehst du da auch die Disco? Nein, bei mir sehe ich das so. So, okay. Das ist ja belastend. Oh, ich dachte, das wäre irgendwie cool. Schade, dann kann nur ich Wo Disco bist du? machen. Willst du mich verlassen? Ist das ein King? Was Er King? regiert Ja, irgendwie doch so. nur hier. Wo bist du? Maria Wo Martinez. bist du? Maria Martinez. Maria Martinez. Maria Martinez. Willst du ein Tequila? Maria Martinez. Oh mein Gott. Oh Gott. Scheiße. Mach die Tür auf! Mir geht die Tür nicht! Scheiße! Wieso konnte ich die Tür nicht aufmachen? Doofe Hure! Du Kackding! Was bist du überhaupt? Hä? Wie sah die denn aus? Wieso konnte ich die Tür nicht aufmachen? Ich schwöre, ich konnte die Tür nicht aufmachen. Wo war Kalle? Aber wo ist der gestorben, bitte? Hä? Alter, ich hasse die doofe Bitch, ne? Kack Maria. Maser? Meine Leiche ist noch gar nicht mehr da, ne? Ich glaube, er sieht die nicht. Ja, ich glaube, der kann die Leiche Du nicht kannst finden. mich doch nicht hier allein lassen. Kann ich denn. Was nehme ich denn mal? Vor allem, wir wussten doch schon, was das für ein Kackgeist ist, Ich ne? gehe mir jetzt erstmal Pillen suchen. Oh mein Gott, Mann, erschreck mich nicht so. Ich wollte ja zeigen, wo ich gestorben. Oh Egal. mein Gott. Also irgendwie. Guck mal, das hier kann ich auch nicht grabben. Kann ich hier überhaupt das grabben? Ich weiß nicht, warum ich die Tür nicht aufmachen konnte. Voll die Kacke. Ich trinke jetzt erstmal hier beleidigten Kaffee. So. Scheiße, ey. Ich weiß nicht, warum ich die Tür nicht aufmachen konnte. Ich glaube, da brauche ich dann echt Unterstützung von Leuten. Guck mal, die Taste kann ich auch. Ach, jetzt kann ich sie. Hä? Hilfe. Oh, hier ist ein Klo. Hier deine Leiche nicht. Oh, ich kann es gar nicht ins Klo stecken. Das ist ja traurig. Vielleicht Was passiert? hier? Lol. Oh, lol. Guck mal, die fliegende Taste, Leute. Hä? Krass. So, Entschuldigung. Kalle? Wo ist der denn? Also ich habe ja seine Kappe, seine Tinten, aber. Ich find's toll, dass ich hier irgendwo in der unsichtbaren Wand. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Kalle, wo bist du? Huh, ich glaube, der Geist ruft an. Oh mein Gott. Was ist das hier? Oh, das Dingensfach. Cool. Da drin? Das ist echt creepy. Das Bild schwebt einfach bei mir. Was für ein Bild? Ja, ich folge dem Ach Bild. so. Hier bin ich gestorben, oder? Ich glaub schon. Aber gut. Alter, oh, Scheiße, hier ist die ganze Zeit irgendwas im Weg. Verdammte Leiche nicht. Ich kann auch nichts dafür, dass meine Leiche woanders gespawnt ist. Mann, ich klau dem jetzt seinen Teddybären. Ha, nimm das, Maria. So. Woher weiß er, dass du, dass ich das bin? Weil ich es frequenter rumschmeiße. Achso, ich muss noch Chill eintragen. Ah, ne, hab ich schon. Weil er sucht mich da jetzt einfach chillig. Foto vom Geist noch zu machen. Es sei denn, du willst fahren. Dann gib mir irgendwie ein
Ja, ich klappt ja eh nicht mehr, ne? Gebe ich ihm jetzt ein Zeichen, dass er fahren will. Was ist er denn? Hallo Laura. Was ist er denn? Sieht er denn? Oh mein Gott. Du kleine blöde Kuh, du! Ih, wie siehst du denn aus? Oh mein Gott. Na warte, dich krieg ich. Wo willst du denn jetzt hin? Oma? Ey! Oh, dann kann er jetzt auch noch gleich stirben, ne? Kannst du dich mal eigentlich entscheiden, ob du jetzt auftauchen willst oder nicht? Ich will dich angucken, Oma. Der soll einfach gehen, der Kalle. Was ist los mit dem? Okay. Kann ich auch nicht entscheiden. Arschmaser! Was kann ich denn dafür? Gott! Maser, ich finde deine verdammte Leiche nicht und ich werde jetzt nach Hause gehen, ja? Ja, geh nach Hause. Ich will dir doch die ganze Zeit sagen, dass du verdammt nochmal nach Hause gehen sollst, du kleiner Geh jetzt, ist mir egal, was du sagst. Hä? Oh, der hört mir nicht zu, ey. Das sieht creepy aus. Was? Ich sehe dein Kuscheltier. Und das Okay. Bild, was du in der Hand hast. Da brauchst Ey, was hat denn hast du da? schön eingetragen, wir fahren dann jetzt. Ja, ich drück ja schon. Guck mal, ich hab. Entschuldigung. Boah, so. Ja, ich konnte die Tür nicht aufmachen. Scheiße hier. Und ich habe keine Ahnung, wo du hingelaufen bist. Was? Oder hast du dich da drin versteckt? Hast du mir die Tür Ich habe mich. zugeschlagen? Nein, ich war im Schrank direkt in den Gang, in den Flur, in den Weil ich konnte die scheiß Schiebeschlag. Tür nicht aufmachen, ey. Ich sag's dir. Und ich konnte die auch nicht zumachen. Das war voll scheiße. Ich hab, glaube ich, auch noch eine Sekunde offen gelassen und dachte, dass du mit rein willst oder so. Ja, ich hab mich nicht ausgekannt. Ich hatte Angst. Oh, Alter, das Spiel will mich einfach zum Crashen bringen. Ich habe gerade hier Asylum und Blessed Farmhouse. Alter, ich krieg die Krise. So, warte mal, ich mach mal Copy Code. Ich darf nämlich die beiden Maps nicht spielen. Kannst du was wählen jetzt, Kalle? Ja, Prison oder Asylum? Theoretisch glaube ich, dass Prison gehen würde, aber ich finde, wir sind ein bisschen wenig. Kannst du nochmal rausgehen dann? Also ich würde das wagen, aber nicht instant, weil wie gesagt, also Asylum und Farmhouse sind definitely Crash. Bebe. Was hatten wir gerade für eins? Ridgeview Road hatten wir nicht, ne? Oh, nicht Anfänger. Maser? Ja. Aber wo war zum Teufel deine Leiche? Ja, die ist nicht da geblieben. Oder ich bin blöd, aber ich bin mir sicher, dass ich da drin gestorben bin und die war nicht mehr da dann. Ich habe keine Leiche gesehen Ja, und ich habe die, auch bei keine mir war die Leiche auch nicht da. gesehen. Bei mir war die auch nicht da. Ich habe dich trotzdem dahin geführt halt. Aber bei mir war sie auch nicht mehr da. Und erschreck mich nicht im Schrank mit dem Vieh. Oh, ich habe mich voll zusammengezuckt, ey. Warum? Ich bin doch nur der nette, Wenn wir das haben. Ich bin auch der nette Geister-Maser gewesen. Das war doch irgendwie. Weiß ich nicht. Wenn du dich entschieden hast, was du willst, ich bin mal ganz kurz auf Klo. Okay. Na, Flo war ich doch gerade und da ist er auch noch eingestürmt. Ich glaube, takt. So. Okay, also, wie. Hä, was meint er denn eigentlich mit entschieden? Macht zu zweit zu Prison. Ohne Witz, nein.
Und wie gesagt, ich versuche gerade für den Anfang eher die kleinen Maps zu wählen, weil ich halt Angst habe, dass es abschmiert. Immer noch. Oh, nicht so viel Zeug hier. Geistermaser, ja. So. Oh, Melli macht Kaiserschmarrn, boah, geil. Melli muss irgendwann auch noch mitspielen. Wow, hat ja gut geklappt. So, ich bin wieder da. Ich habe gehört, wir spielen ein Roadhouse. Oh, cool. Brauchst du noch irgendwas Zeug? Hast du für mich eine Taschenlampe oder soll ich mir meine eigene Taschenlampe? Ja, guck doch durch, was noch fehlt. Füge einfach noch irgendwas hinzu, was du meinst. Habe ich schon. Ja, dann glaube ich, Aber danke, passt. dass du mir eine Taschenlampe hinzugefügt hast. Sehr lieb von dir. Jo, Dankeschön für deinen Follow. Dankeschön. Oh mein Gott. Das ist voll cool. Den Feuer kannst du halt richtig Spaß machen. So, wie funktioniert das Cheaten beim Basketball? Was? Wenn selbst das Cheaten beim Basketball noch nicht funktioniert? Ja, an sich würde das gehen, warte mal. Am geilsten wäre es ja, wenn du hingehen könntest und den hier machen könntest. Aber es geht leider nicht. Aber du kannst den hier machen, glaube ich. Also an sich geht das schon. Aber halt nicht doppelt gemoppelt. Mit zwei Bällen ist ein bisschen schwieriger. Das ist auch voll das gute Armtraining. Das sollte ich öfter als Workout machen. So. Entschuldigung. Cheater, du. Hä? Das ist voll legitim. Hast du so nie Sport gemacht? Verstehe ich nicht. Wackelt dein Po noch immer so im Spiel? Wahrscheinlich. So, wir machen mal Start. Gott, wo stehe ich denn hier? Ich habe nur Angst, dass ich mich wieder an dem Regal da anhaue. Das war scheiße. Möchte ich nicht mehr. Oh, er ist im Keller. Okay. Geisterfoto. Reinigen Sie Räucherstäbchen. Reinigen Sie den Bereich mit Räucherstäbchen und Kruzifix. Okay. Meine Maus ist weg. What? Dann musst du wieder einfangen. Ach, geht doch. Hat er mich nicht bewegen, keine Ahnung. Weird. Oh Gott, was ist das Haus? Hast du die Controller auch schon mal aus Versehen gedroppt? Hier bin ich übrigens auf der Veranda mal gestorben. Okay. Das kriegst auch nur du hin. Oh. Ich stand zu nah am Fenster. Das ist ja lustig. Machst du Strom an oder soll ich machen? Können wir gemeinsam machen. Allein in den Keller. Das ist aber eine schöne texturierte Brickwall hier. Feinste Qualität. Guck mal hier, Paranoia, CCTV-System. Krass. Boah, in VR ist es eigentlich bestimmt viel einfacher, hier das komische Ding jetzt zu finden. Das komische Ouija-Board, wenn das hier ist. Hier kannst du genauer durchleuchten, eigentlich. Wenn der Chat nicht im Weg wäre. Ach, immer dieser Chat, ey. Aber ich sehe hier kein Reacher-Board. War das gerade geatmet hier? Nee. Gib uns ein Zeichen. Natürlich. Ich spül doch. Ja. Wo gehen wir denn mal hin? Ich will woanders hingehen.
Ist das Dann hier wäre gut? das oben am optimalsten. Ne, hier passt schon. Wo bist du? Bathroom. Nee. Doch. Nee, wo? Boy? Was? Boys Room. Was ist ein Boys Room? Maul Room. Entweder ist das der Raum davor. Boy Row? Bear Row? Was? Boys Room. Boy. Stand da nicht Boy? Hat jemand aufgepasst? Und guten Hunger. Oh. Ist das nicht irgendwie Boiler Room oder so? Ich will nochmal fragen. Das war nicht Boy Bedroom. Ah, danke schön. Es ist. Chat sagt, es ist Boy Bedroom. Ja, du hast jetzt einen Sonderauftrag. Du gehst jetzt in den Räume, wo du das denkst, und ich check das, ob das der Raum ist. Okay, mach also, das. Du musst das auffangen und sag Bescheid, ob das der Raum ist. Ja. Aber ich glaube, das ist so. Schau, dass du eine Hand frei hast, wenn du reist, Haunter. Ich hatte noch nie Boy. Oh, warte mal. Boy Bedroom. Ist das der ganz rechts da? Okay. Ja, das ist der Boys Bedroom, war richtig. Komm mal nach oben, ne? Ich komme raus. Oh, das ist noch ein Buch. Warte, er hat die Box auch noch hier. Nimm mal kurz das Zeug schon mal mit. Hast du auch was geholt? Ja. Links oder rechts? Rechts. Oder? Rechts. Deine Mutter! Bist du hier? Bist du da? Das ist da hinten, irgendwo habe ich das hingeworfen. Bist du da? Bist du hier? Sollen wir gehen? Box haben wir. Fingerabdruck. Ich geh da mal. Oh mein Gott! Ich geh dann mal. Die! Okay! Der stand da. Was? Der stand da gerade im Raum. Ne. Er hat die Tür angefasst und stand dann da. Oh mein Gott, netter Geist. Ja, das war ein gutes Gespräch. Oh Gott. Was kann es noch sein? Warte mal, was haben wir? Gespenst, Poltergeist oder Spirit. So, praktisch brauchen wir Buch. Gefriertemperatur. Und wir haben aber nur die Box, oder? Na, Fingerabdrücke. Wir haben Fingerabdrücke? Ich hab doch. Hörst du mir eigentlich zu, wenn ich mit dir rede? Ich hab doch gesagt. Entschuldigung, ich war beschäftigt mit Axt. Ich hatte Angst, ich war beschäftigt. Ich hab doch nur gesagt. Du hast doch selber gesagt, dass du die Kamera woanders ist. Was für eine Kamera? Oh mein Gott. Ja, gib ihm. Ich überlege, ob ich mir gleich die zweite noch reinhau. Mach ruhig. Okay. Was brauchen wir noch alles? Was soll ich noch mitnehmen? Kameras? Nimm einfach ein paar
mit dir. Sonst noch was? Was haben wir denn noch für eine Quest? Foto, Kruzifix, Räucherstäbchen. Warum kann ich nicht mehr mitnehmen? Kruzifix, Taschenlampe, Kruzifix. Hast du zwei Kruzifix? Achso, ich hab zwei. Ja. Ich hab schon mal ein Räucherstäbchen dabei. Aber warte mal, bist du... Ach ja, doch. Nee. Aber zwei Kameras. Wow. Ich kann ja ganz schnell nochmal raus... Oh Gott. Lassen, laufen und dich kurz allein mit dem Geist lassen. Damit ich noch natürlich noch ein Feuerzeug holen kann. Und nach Orbs gucken kann. Ich hab das Buch geschrieben. Wir haben alles. Oh. Ja dann, aber wir müssen trotzdem noch räuchern. Aber wir, wo ist der Futterapparat jetzt hin? Wo hast du ihn hingeworfen? Ich glaube, der lag hier irgendwo. Mag nicht mehr. Der wird gleich handeln, boah, sei leise. Nein, das darf man glaube ich gar nicht sagen, ne? Huh. Jetzt hast du ein Foto gemacht. Ah! Macht Sinn. Ich will aber nicht. Boah, Alter, der zieht aber ganz schön hier. Komm, nehmen wir noch Salz mit. Hast du ein Foto? Nein, vom Geist nicht. Ja, dann nochmal rein. Wollte aber nicht nochmal rein. Du kommst aber jetzt rein! Ich hab Angst. Ich hab mehr Angst, ich bin hier wirklich. Also, fast wirklich. Ich bin hier wirklich. Ja, ich laufe hier gerade durch. Siehst du? So. Kannst du nochmal sagen, dass der Geist auftauchen soll? Ich würde gerne ein Foto machen. Erstmal räuchere ich den jetzt. So, kurz inhaliert, damit er mich nicht kriegt. Macht Sinn, oder? Ja, keine Ahnung. Gib uns ein Zeichen oder so. Warte, jetzt ist ein Spirit, oder? Achso, ich weiß gar nicht. Kann vorüber gestoppt werden mit dem. Du hast ihn jetzt ausgeräuchert, jetzt kommt er erst recht nicht. Ist doch gut. Vielleicht kommt er dann normal. Oh mein Gott. Hast du ein Foto vom Buch schon gemacht? Ah ne, gute Idee. Perfekt. Ja bitte? Warte, ich geh mal ran. Ich kann schon wieder nichts grabben. Kann man das nicht grabben normalerweise? Hey, normalerweise kann man das noch nehmen. Kalle, kannst du das Handy nehmen? Das hier? Ah, jetzt kann ich es nehmen. Hallo? Ja, guten Tag. Hallo, Herr Geist? Ja? Oder Frau Geist? Ja? Sie würden gerne einen Termin für einen Friseur aufmachen? Ja, die haben jetzt wieder offen. Ja, nee, wegen, ja, genau. Mhm. Ja? Achso, weil die Haare schon so lang sind. Aha. Ja, aber ich glaube, wir haben trotzdem erst nächsten Monat wieder Termine hier in der Gegend frei. Ja, Da müssen Sie mir jetzt aber nicht da ins Gesicht schreien. Ha. Doofe Kuh hat aufgelegt. So. Ja. Sonst so? Geht's gut? Abgesehen davon... Dass wir kein Foto haben? Ja. Ich glaube, ich will kein Foto mehr. Das ist letztes Mal auch die Suche. Hatte das doch Salz gelaufen. Interaktion. Hast du überhaupt noch Fotos frei jetzt? Eins habe ich noch jetzt. Gut.
Hast du schon ein Fingerabdruckfoto? Oh mein Gott! Die stand gerade in dir! In dir ist sie gestanden, du hättest ein Foto machen können. Ah, sorry. Aber ich habe das böse Gefühl, dass sie im Moment hauntet. Ja, ich auch. Wo ist denn überall das Kruzifix? Da? Da ist eins und hier ist eins. Oh mein Gott. Gib uns ein Zeichen. Wow. Gib gleich Panik. Was machst du da? Wir haben doch hier am Eingang auch schon eins. Mir egal. Gib uns ein Zeichen. Martha, erklär mir bitte das schwarze Ding da. Das ist ein Ständer. Ach so. Das ist... Oh. Trigger mich. Oh mein Gott. Wieso bist du nicht drin? Die war doch schon wieder. Komm jetzt rein hier. Nein. Du Angst. Dann gib mir die Kamera. Ja, ich hab das Moment nicht gehabt. Gib uns ein Zeichen. Normales Kundengespräch. Gib uns ein Zeichen. Blöde Kuh. Jagen. Geist. Hallo. Kommst du jetzt auch mal? Wird irgendwie langsam langweilig. Muss ich dir nochmal anrufen? Bist du vielleicht telefonisch erreichbar? Oh mein Gott. Alter! Martha, die stand vor mir gewesen, die hat mich locker gesehen, wie ich in diesen Schrank reingerannt bin. Oh Gott. Haha, hast keinen gekriegt. Doofe Kuh, da guckst du jetzt blöd aus der Wäsche, wa? Hast keinen bekommen. Ja. So, und jetzt? Was? Wo ist dein anderer Kruzifix hin? Weg. Hier waren noch zwei, oder? Ja. Wahrscheinlich hat sie eins mitgenommen und auf eBay versteigert. Gib uns ein Zeichen. Erscheine mir. Ich wüsste, wie sie heißt. Töten, jagen, doofe Kuh. Mother? 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 Ja? Wo hast du gerade, was hast du so lange gebraucht? Bei mir zu... Foto scheißen?
Oh, ich hab mich verklickt. Oh, sowas Doofes aber auch. Huch. Ha, das ist jetzt aber doof. Oh, da müssen wir aber jetzt gehen. Ha, das ist jetzt sehr ärgerlich. Oh, hätte ich mal mehr Fotokameras mitgenommen, ne? Ah, oh, unglücklich, ey. Unglücklich, ey. Ganz doof gelaufen gerade. Ah, oh, sowas Blödes aber auch. Oh. Ja, passiert halt jedem mal, ne? Passiert dem Besten. Oh, jetzt erstmal eine Pille, ey. Oh. Wir sind in Ja, den Gefangenen. alle Aufgaben haben wir gemacht. Sehr gut. Dann haben wir Spirit Wir und eintragen? Spirit, ne? Ja, fahren wir. Fahren wir. Gut. Wir haben es überlebt, Kalle. Umarmung. Ja. Ah, ich umarme mein Bildschirm. Okay, das ist awkward. Ich muss mal was trinken. Spirit. Spirit, dann trink doch mal was. Ja, mach ich Das jetzt auch. kannst du doch. So. Ach du Habt ihr also Scheiße. einfache Jobs zu vergeben? Was? Was meinst du damit jetzt? Hä? Hilfe, ich sehe nicht, wo die Flasche ist. So. Viel besser. Melli, machst du mit? Ich habe Angst sonst. Sonst gehe ich nicht in große Häuser, dann traue ich mich nicht. Also bin ich ausreichend, um deine Angst zu stellen, okay? Nee. In VR nicht. Ich habe ein Level abbekommen. Tanglewood. Was hatten wir gerade? Hatten wir gerade auch Tanglewood? Nee. Meine Katze hat heute richtig komische Popo bewegt im Liegen. Das sah richtig What? komisch aus. Ja, Ja, dann. warte mal, gucken, ob ich sie aus dem Discord hochladen kann. Du willst mir schicken, wie deine Katze ihren Arsch bewegt? Melli braucht noch 10 Minuten, dann machen wir noch eine Runde, würde ich sagen. Mhm. Ich Warte, habe ich alles lade noch. Ja. hinzugefügt. Wie lange machst du Phasmo? Wie spät haben wir es jetzt? Ja, so, cool, 19 bis 20 Uhr. Ich sollte halt dann, ja, nicht zu lange machen. Dann mal gucken. VR, wisst ihr ja, ich kann VR nicht übertrieben lange, weil es zu sehr auf die Augen geht. Deswegen würde ich so bis 19, 18 Uhr, 19, 20 Uhr ungefähr machen. Weil dann muss ich, wie gesagt, die Nieboy hier noch füttern, die Heldenmaus. Und dann würde ich eigentlich gerne nochmal was anderes streamen. Ich weiß noch nicht, was wir dann streamen. Mal ganz kurz gucken. Blub, 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 blub. So. Raft. Wo soll Nee. das denn hin? Bilderecke, ne? Bilderecke, ja, Bilderecke ist gut. Jo. Also ich muss später auf jeden Fall noch ein Brot essen oder sowas und dann noch ein Himbeermuffin wieder. Also wir haben ja schon. Und T also wie gesagt, Grafen Farmhaus geht nicht, da crasht alles und Asylum auch. Also und High School glaube ich würde gehen und Prison würde glaube ich auch gehen, aber es ist trotzdem ein gewisses Risiko da, wenn wir halt auf diese großen Maps gehen. Die kleinen Maps gehen irgendwie ziemlich sicher, haben wir ja jetzt schon herausgefunden. Kannst ja später dann mal im Discord gucken, ja? Jo. Ich weiß halt nicht. Also Phasmophobia ist irgendwie sehr, sehr komisch. Wirklich sehr, sehr komisch. Ich hätte schon noch Bock auf so eine sehr, sehr große Map dann in VR. Das muss ich schon zugeben. Würde mich schon noch reizen. Ich glaube, war ich im Prison jemals schon in VR? Maz? Oh oh. Maza? Boah, es hatte kurz ein Soundrauschen. Oh Gott. Ich hatte kurz Angst. Ja? Hörst du mich noch? Okay. Hast du den Clip ge du hast ja den Clip gesehen, den ich gepostet habe, ne? Von Becky? Kann sein, ja. Alexa? Ach so, ja. Mit Alexa. Ja. Ich musste so lachen, weil sie den Kopf auch noch in der Richtung umgedreht hat. Ich nehme auch mal ein Thermometer mit. Ich fühle mich. Oh Gott, das ist ja wieder so klein. Da muss ich wieder. Entschuldigung. Ja, so, soll ich malen oder du? Irgendwie was anderes nehme ich mit. Ach so, ja. Ja, wobei, ich lasse es hier. Ich weiß auch nicht. Mich reizt das Thermometer nur immer so. Hier. Hab
wieder meine Sprachbox. Okay. Nee, und hä? Der Programmkasten. Strom. Stehe ich eigentlich gerade da? So. Boah, ich muss mal ganz. Ach, okay. Scheiße, ich traue mich nicht. Was? Alles okay? Warte mal. Ich hab Angst, ich mach das im Hauptmenü. Der Chat ist mir gerade ein bisschen in der Fresse. Aber hallo Becky! Hallöchen Becky! Weiche von mir! Wäre geil, wenn man wirklich so rumlaufen könnte mit dem Geist und der begehen würde. So. Er spielt nur zu zweit? Ja, also wir haben noch Plätze offen. Melli kommt gleich noch dazu und ein Platz ist offen. Geh auf Tür! Oh. Willst du Strom mal machen oder? Ja, ich kann auch runtergehen. Ja, wie du. Ich lass dich mal alleine, du schaffst das schon da oben. Warte, warte. Hä? Ich höre hier die ganze Zeit irgendwie. Was ist das Ding hier? Ja, Becky ist die Beta. Becky ist die Beta, ja. Mara, hast du Fotoapparat? Ja. Kannst du Knochen im Ablageraum kurz vor Keller fotografieren bleiben? Ich hab hier die ganze Zeit irgendwie so Schränke gehört. Huh? Ich hab meinen Fotoapparat irgendwie verloren gerade. Kalle, der ist irgendwie hier. Und irgendwo ist mein Fotoapparat. Wo habe ich den verloren? Hä, ich hatte den gerade noch. Ach hier. The fuck? Ja, aber hier. 3 Grad. Aber hier hat er das Licht angemacht. 11 Grad. Hier. Esszimmer. 2 Grad. Aber er hat hier das Licht angemacht. Ja, aber hier sind 6 Grad. 4 Grad, hä? Cool. Hä? Boah, mein Schwindel. Ich drehe mich so viel. Hallo, Pia. Hab mich gerade jetzt nach, was, auch mal wieder nach gefühlt 20 Jahren eine Jogginghose angezogen. Oh. Ja, eigentlich zu Hause habe ich immer kurze Hose, aber irgendwie war mir das für den Stream zu kurz. Frag mich nicht. So, die starken VR-Männer können immer 2 Dinger hier gleich schleppen. Boah. Mein Kopf, ey. Also ich trage eigentlich auch so gut wie jeden Tag eine Jogginghose. Ich habe die auch immer zur Schule angehabt eigentlich. Ich hasse dieses, oh, du musst so... Macht jetzt doch wieder hier. Jetzt hat er hier auch die Dingens bewegt. Ja, er ist hier, aber da hinten waren gerade auch 4 Grad. Und er hat hier übrigens auf der Box geredet, falls es dich interessiert. Cool. Schreib ins Buch. Schreib was ins Buch. Er soll allein schreiben, soll ich nicht anstellen. Huch, hat er gerade die Tür zugemacht? Keine Ahnung, ich hab schon mal neue. Ich hab die scheiß Tür nicht zugemacht. Ich trag immer so eine flauschige Fließhose zu Hause. Bei mir ist es eigentlich, wie gesagt, immer kurze Hose, selbst im Winter. Immer kurze Hose. Cool. Kannst du aufhören, alles ohne mich herauszufinden? Kappa. Der macht alles für mich, ich muss nichts mehr machen, finde ich gut. Dankeschön für deinen Follow übrigens. Sorry, wie gesagt, ich sehe leider nicht, wer followed. Gefriertemperaturen und was war das andere Box? Das kann es noch nicht mal sein. Ich will nicht mehr. Nein. Nein. Ich hab Angst. Warum? Orb oder... Achso, warte mal, Orb. Hä? Habe ich die Kamera irgendwie falsch platziert? Hä? Nein, ich habe die Tür zugemacht, Frau Schreck. Wow.
Also hier sehe ich nicht besonders viel, aber könnte auch schwierig werden in dem Raum. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Cool. Brauchst du das? Oh krass. Was ist denn da los gewesen? So, liebes Tagebuch. Heute war ich mit Kalle in einem verlassenen Geisterhaus. Kalle hatte Angst und ist panisch rausgelaufen. Was ein Loop. Ich gehe natürlich weiterhin hinein und untersuche jetzt, was es für ein Geist ist. Boah, ich mag VR. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich VR spiele, dann albere ich schon. Das muss jemand klippen. Ich hasse dich. Ich hasse den Kackgeist. Hey, ein Fingerabdruck. Guck mal, das ist ein Fingerabdruck. Ich mag VR. Ich hasse VR, was war Robia? Ja. Dann ist es ein Gespenst, Kalle. Das war ja gar nicht. Das war gar nicht gruselig, finde ich. Ich finde, das war relativ easy, also da kann man jetzt nichts sagen. Scheiße. Ich habe ein Bild und eine Tasse mitgenommen. So werbegeschenkmäßig halt, ne? Boah, Alter! Bewegungssensor, Foto von Geist und Kuze. Oh Gott. Ich platziere Bewegungssensoren. Was immer, wenn Maser VR spielt, oh Gott. Ich habe mich wirklich voll erschrocken. Hat die geklippt? Das war actually unerwartet. Also in VR ist das Spiel halt nochmal was anderes. Das ist halt das Geile dran. Deswegen spiele ich es eigentlich echt gerne in VR. Und halt irgendwie das andere ist langweilig nach einer Zeit, aber in VR ist halt wirklich immer so, du bist halt einfach wirklich hier einfach drin in diesem Scheiß-Van hier zum Beispiel, in dem Scheiß-Haus. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, wenn ihr das Spiel alleine spielt, ne, ohne Chat, ohne Stream, ohne irgendjemanden, der mit euch spielt und ihr geht dann in ein Haus rein, ne, das ist was ganz anderes, ey, ihr fühlt euch so heftig unwohl, ich sag's euch. Das ist so unangenehm und ich habe nur getestet und dann wollte ich halt so ein bisschen, habe ich so ein bisschen geguckt, aber es war so gruselig. Einfach alleine zu sein. Da bin ich echt froh, dass wir das hier halt hier so halb zusammen machen. So, Kruzifix, Bewegungsmelder und Foto. Wo ist denn der Fotoapparat? Wir hatten noch zwei. Ist der andere noch drin? Ich hab einen in der Hand. Soll ich die einfach mal. Hast du ein Feuerzeug dabei? Ich hab einen Bewegungssensor und Fotoapparat. Wir haben kein Feuerzeug dabei gehabt, das ist ja cool. Dann nehme ich jetzt auch mal eine Pille, glaube ich. Ist das die Pille danach oder eher davor? Ich bin mir nicht sicher. So. Oh, fuck, ich hab mich erwartet. Mann, Kalle! Mach doch nicht so viele unnötige Fotos, was soll denn das? Was soll denn der Geist von uns halten? Und wieso nehme ich Räucherstäbchen mit, wenn ich gar kein Dingens habe? Nehme jetzt noch zwei von den Dingern mit, platziere die da auch einfach, just for fun, und dann passt. Martha nimmt die Pille. So, ja, man kennt's doch. Boah, der Chat ist leider voll im Weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich dastehe, ob ich schief dastehe oder nicht. Sorry. Wenn ich irgendwann nach da hingucke, könnte mir Bescheid sagen. Ah, da ist die andere Kamera. Hat mir der Geist gerade die Tür aufgemacht oder warst du das? Ich war das. Okay. Ich frage nur. Warte mal, ich habe Gefriertemperaturen. Ach so. Ja, hä? Hab ich doch gehört. Ja, passt. Passt. Wir haben geboxt, Gefriertemperaturen, Box. Ja, passt schon. Nee, Box nicht. Hä? Warte mal, was? Ich habe Geisterbox, Fingerabdrücke und Gefriertemperaturen. Was hast du eingetragen? Box, Gefriertemperatur, Box. Okay. Ja, Könntest du den Geist nochmal beschwören? Du hast das so gut drauf. Tod, Angst, Hass, Liebe, Freundschaft, Geist, Angst, Panik? Oh mein Gott. Hallo, ich würde Ihnen gerne einen erstklassigen Vertrag bei mir anbieten. Da ist
Ja. Geist. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ja, hallo Geist, wir haben Angst. Gib uns ein Zeichen. Wo soll ich eigentlich hingehen? Ja, hier irgendwie scheinbar. Er läuft hier rum. Irgendwie aber nicht. Komisch. Möchtest du jetzt nach Fußabdrücke von einem Geschwänz suchen? Oh. Oh. Och, Mother. Bloody Mary? Angst? Jagen? Töten? Das ist jetzt nur, weil du die Pille genommen hast. Hä? Das läuft. Ja, du hattest nicht hohe Sanity, das konnte der Ball was auch leichter. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Steht bei mir in der Wand drin. Cool. Schreibe jetzt was ins Buch. Das kann er gar nicht mehr. Hallo Leo. Schreibe. Boah. Wie heißt denn der Geist? Keine Ahnung, Mann. Aber ich geh mal gucken. Oh Gott, ich dachte, er jagt. Oh mein Gott. Das mag ich auch nicht. Mother, du schaffst das. Ich glaube an dich, Mother. Das ist Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia? Wie auch immer. Linda Garcia. Ja, und jetzt? Linda Garcia? Linda Garcia. Puh, kann ich auch. Linda Garcia. Linda. Ja, die hat gerade gehaucht, aber mehr wollte sie nicht. Linda Garcia, wo bist du? Linda Garcia. Ich habe heute leider noch kein Foto für dich. Deswegen wäre ich ja sehr verbunden, wenn ich jetzt eins machen dürfte. Linda Garcia. Das scheiß Licht wieder an, Linda. Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia. Gib uns ein Zeichen. Linda Garcia. Garcia. Du bist ein doofes Stück Scheiße. Und du jagst uns ja nicht und du kannst uns auch gar nicht töten, weil du ein Noobgeist bist. Und ein richtig schlechter Geist bist du einfach. Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Und deswegen, Linda Garcia, wirst du uns auch niemals töten, weil du eigentlich einfach nur Schiss hast vor uns. Du kannst uns gar nichts, Linda Garcia. Kannst mir gar nichts. Mach mal Licht aus, vielleicht braucht die eine Dunkelheit. Linda Garcia, ist es dir lieber, wenn wir das Licht ausmachen, damit es schön dunkel ist für dich? Oh mein Gott, Kalle. Linda Garcia, machst du jetzt irgendwelche komischen Schränke auf oder was? Das ist aber nicht so lustig. Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia. Linda Garcia. Hamster. Ich glaube, sie will uns nicht. Ich glaube, wir müssen Weihnachtslieder singen. Becky kennt sich damit, glaube ich, ganz gut aus. Last. Kalle, mach die Tür nicht zu. Last Christmas I gave you my heart. And the very next day. You gave it away. Ich glaube, die mag Weihnachtslieder, sonst hätte ich schon gejagt. Oh mein Gott. Oh oh.
Tschüss, Alex. Hallo. War sein Stream siebter Video mit deiner Hand am Zittern. Das sah richtig gruselig aus. Du hast richtig die Angst verstanden. Mhm. Hey, wir haben Linda Garcia beschworen. Ich wusste auch eine gute Thema, aber leider kein Foto mehr. Ohne Witz, Kalle. Mutter! Oh, stimmt, was wolltest du sagen? So eine Bitch, ey. Du machst die Türen manchmal so gruselig auf, Kalle. Ja, schon wieder. Obwohl du irgendwie nicht vor mir bist. Hast du die Tür geöffnet? Linda. Mit dich und Linda hab ich die geöffnet. Linda Garcia. Hey, Linda Garcia, wo bist du denn? Hast du die fotografiert? Ich höre die ganze Zeit. Ja. Oh. Ja, du hast ihn fotografiert. Oh nein. Nein! Ah! Ich hasse die Bitch. Doofe Kuh. Meine Leiche ist einfach schon wieder nicht da. Nur die Überreste meines Materials. Okay. Was? Öffne halt dein Buch von meiner Nase. Was? Hier, Kralle, mein Buch. Siehst du das? Wir fahren dann jetzt, habe ich gehört. Mann, oh, wieso? VR ist irgendwie so viel schwerer, ey. Kalle, willst du mein Buch nochmal angucken? Was hat er da? Hä? Was macht er? Achso, die jagt schon wieder. Was ist denn? Oh mein Gott, das Willen. Dun 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 dun. Hey Linda! Fang! Das war deine teure Tasse, hab ich kaputt gemacht! Blöde Kuh! Oh, jetzt geht sie wieder in den Keller zu mir. Ich weiß, dass du mit mir knuddeln willst. Insgeheim. Oh Gott, hat die einen Arsch. Warte mal. Bleib stehen. Oh, warte mal, lass mich mal. Oh, okay. Hä? Ist der blutig? Oder sieht das nur so aus? Linda, was hast denn du da eigentlich für einen Schlafanzug an? Der ist echt potthässlich, möchte ich nur mal sagen. Potthässlich! So, ja, geh lieber da ins Katzenklo oder was auch immer das ist. Ey, ich glaube, takt. Mama, ich bin sicher. Ich hoffe, du hast Gespenst eingetragen. Wir fahren direkt weiter. Ich hab keinen Lust. Aber ich meine jetzt für den Baum aus. Nimm Kalle noch ein Bild mit. Ey! Kalle! Nein! Fahr nicht ohne mich! Scheiße! Was soll das? Da ist er einmal ohne mich gefahren. Ich glaube, es hackt. Jetzt muss ich hier mit Linda ausharren. Linda?
Ich mag Linda nicht. Die ist eine doofe Hure. Huch! Wer war das? Hä? Oh Gott, ich glaube, das war Linda. I don't know. Vielleicht war es auch Linda, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber Lisa hat voll den... Lisa, oh mein Gott. Linda hat voll den hässlichen Arsch. Hier, guck mal. Ich habe zwei Bälle für dich, bitte sehr. Willst du ihn ins... Ja, weil ich den in der Hand habe. So, hallo Becky. Virtuelle Umarmung. Ach so, hallo. Schön, dich zu sehen. Du bist ein bisschen klein. So, wie ist der Code? Woher wusste Becky den Code? Da. Den hat Tanne mir geschickt. Ah. Hab vorbereitet, Mann. Ja, nice. Hab Melly geschickt. Ich Kontakte. Deine Kontakte? Katze ist schon wieder am Schnarchen. Oh, warte. Hallo. Hallo. Warte. Hi. Hi. Nein! Das war ich nicht. Das war's. Warte. Oh mein Gott. Oh! Kacke! Leg dem Hai noch ein paar Dosen hin. Hm? Hey, wo legst du die hin? Da rechts von dir. Ah. Oh mein Gott. Kann ich hier noch eine Reihe machen? Oh mein Gott. Was sind alle? Oh, schade. Nein, da ist noch einer. Ja, eine wird noch fehlen. Ich wollte Kegel spielen, Mann. Ja, jetzt kannst du draufwerfen. Aber wir haben... Achso, doch, ich kann den Ball draufwerfen. Boah, wir könnten wirklich Bowling machen, glaube ich. Und go! Oh. Hat nicht so gut geklappt. Wo ist der Ball? Nein, ich will Kalle! Der Ball. Dann gib mir den Ball. Schön. Wow. Hä? Du hast dagegen gewogen. Ja, irgendwie nicht, ne? Warte mal, ihr könnt das alle nicht. Oh, hier ist auch noch ein Ball. Ihr seid alle Loops. Geht mal aus dem Weg hier, ich zeige euch, wie das geht. Okay, warte. Ich muss nur einen richtigen Winkel. So. Och Mann, warte, nochmal. Kalle. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Sekunde. Schafft das noch? Mann. Das muss doch irgendwie gehen. Wir können das nicht. Das geht nicht. Doch, doch. Ich. Ja. Bam! So, warte. Ja. Doch, können schon, glaube ich, aber ist halt schwieriger. Hey, wer hat's umgeschmissen? Ich wollte nochmal werfen. Kalle! Ah. Oh mein Gott. Das wäre so ein typischer Moment, wo man jemanden abschießen wollte, daneben wirft und ich bekomm's dann selber ins Gesicht. So ist mir im Sport auch immer gegangen. So, Mach mal den Chat hier ein bisschen. So. Ja, ich wähle mal eine Map, ne? Brauchen wir Kopfkameras? Nicht unbedingt. Ich mach mal nochmal ein Roadhouse und dann vielleicht Prison. Ich habe halt wie gesagt Angst vor den großen Maps ein bisschen. Ich bin bereit. Aber es ist ja noch nicht alles hinzugefügt. Das ist wahr. Der kann halt doch so viel Geld. Nein, ich hab kein Geld. Ich will aber das mit... Ich hab fast kein Geld, weil ich immer sterbe. Ich bin auch jetzt immer gestorben, weil VR ist schwieriger, finde ich. Mein Geld geht alle. Ich hab noch eigentlich... Mein Geld geht alle. Nein, nein, ich hab falsch formuliert. Ich möchte gerne, dass mein Geld alle geht. In dem... Aber da, keine Ahnung, soll sowas geben? Ja, Kalette, musst du dich opfern. Kann.
wenn wir sterben? Horst du dich von Gast hin? Martha? Mhm. Ich glaube nicht, dass meine Bereit? Damit einverstanden. Kauf gerade noch Kameras. Happy, wir haben ja voll. Okay. Ja, ich habe trotzdem noch welche gekauft. Oder? Oder? Ich hoffe mal. Gut, das ging auch schnell. Ist das nicht der Merkel-Dingens? Sehe ich jetzt aus wie Angela Merkel? Ja. Nein, nee, die macht das ein bisschen niedriger, glaube ich. Also, die hält es eher so ein bisschen tiefer. So? Ja, so. Ja. Die haben auch nicht so lange Arme. Okay. Ich habe eine Gasterbox mit. Okay, dann lasse ich meine da, wenn Kalle auch eine mitnimmt. Kalle nimmt immer eine. Ja. Ich nehme das EMF, das kann ich... Kalle! Für dich gibt's nichts mehr. Mehr gibt's jetzt nicht mehr für Kalle. Kalle hat seine schon aufgebraucht. Wissen wir Bescheid, immer diese egoistischen Leute hier. Die haben ja schon Pillenfressen einfach am Anfang, obwohl noch gar nicht... irgendwo hinten. In irgendwas ganz langem. Irgendwo ganz lang. Ich glaube, es ist Keller wahrscheinlich. Glaube ich. Keine Ahnung. Schau mal den Keller. Nee, der ist hier eine Garage. Ah ja, das ist. Ah ja, Garage. Perfekt. Komm wieder hoch. Gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Warte mal, kurzer Check. Passt. Okay, funktioniert. Hallo, Jankort. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Jetzt ist das offen. Wo? Hier vorne, vor der Garage, vor dem Raum. Okay. Da geht's bei mir ultra leise auf den Funkgerät, ey. Ich und leise? Das es war... Aber auch sehr wenig gerade. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, wir müssen alleine reden. Wenn er überhaupt reden will. Schreib ins Buch. Oh! Hat eine Kerze umgeschmissen. Marco hat keine Kerzen. Marcel, der Knochen liegt. Wir haben Gefriertemperatur, oder? Der Knochen liegt ja am Tisch. Ich hol eine Kamera. Hol die Kamera? Da am Esszimmer, bitte. Habt ihr schon? Dann machen wir mal die Cam aus. Die Taschenlampe, Entschuldigung. Oh, das ist also Gefriertemperatur, ja. Fingerabdruck und Gefriertemperatur. Oh, wow. Gespenst, ja. Wir brauchen noch Sensor, Bewegungssensor. Geisterwende und Kruzifix. Sandra Millers heißt sie. Ich nehme Bewegungssensor mit und dann Kruzifix. Ja. Kabel. Ich will das immer werfen, aber es klappt einfach nicht immer. Ach, schade. Uah! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob du drauf bist. Ja, ist Geist.
Verlauf ist sehr klein, ich soll das weiter runter machen. Bewegungssensor habt ihr auch. Wir brauchen dann nur noch die Aufgabe mit den Kruzen. Die je nicht geht. Master, du gehst so lustig. Mit meinem Poppes, ne? Piep, 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 piep. Das seht halt nur ihr. Weil wir alles haben. Ja, die Kruzifix-Aufgabe skippe ich immer ganz gern, weil die ist irgendwie komisch. Ich hab jetzt auch keinen Bock mit Zapfer. Warte mal. Guck mal, Kalle, willst du doch nicht. Ich möchte nicht sterben. Ich auch nicht. Nee, Kruzifix können wir einfach skippen, meiner Meinung nach. Boah, es duckt gerade ein bisschen auf meinen Kopf so langsam hier. Weil das Schlimmste, was du in der VR-Brille tun kannst, ist die Stirn runzeln. Danach ist es unangenehm. Sieht sehr lustig im Spiel aus, was du gerade machst. Oh, ich bin gerade gewachsen. Ja, du hast dich irgendwie hochgebackt. Ja, ich wollte eigentlich nur runter ganz kurz, um mir mein... Maser, habt ihr alle reingetragen, Becky? Ja. Oh Gott. Lol. Ich war dann einfach jetzt in der Luft gestanden, oder was? Oh ja, ich habe eingetragen, Gott sei Dank. War mir gerade kurz nicht sicher. Mich hat auf mich gar keiner gewartet. Du bist. Melli? Weiß nicht mal, wo der Ball hin ist. Ja. Guck mal, Melli. Fang. Schlecht gefangen. Ja, wie denn? Mach nochmal. Sorry. Ich hab gerade schlecht geworden. Mit der rechten Hand kann ich es besser. Mann, wieso funktioniert das manchmal nicht? Kann das euch hier einen Arzt rufen? Das sah wirklich so aus, Kotze, ne? Ist das ein Ja? Nein! 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 Oha! Ich glaube in VR, wenn dann ein zweiter in VR stehen würde, könnte man hier einfach irgendwie so Ball spielen. Das ist so lustig. Aber es, wie gesagt, manchmal klappt es irgendwie nicht so ganz. Du schießt den auch viel zu schnell. Hä? Ich werf den einfach ganz normal. Den haut's da immer überall hin. Da. Weißt du, ja. Hallo Audrey, by the way. Weißt du, wir sollen eigentlich Geister jagen, wir spielen Ball. Macht aber auch voll Spaß. Huch. Melli, geht's dir gut? Machst wir du irgendwie. Ich kann ja mal hinzufügen. Machst du was? Moonwalk? Achso. Kann mit dem Bauer gefühlt besser Ball spielen als mit euch. Oh. Hast du schon geworfen? Ich darf nicht sterben, okay? Okay. Ich habe ganz viel hinzugefügt. Also, du musst auch fangen, Herr Mittal. Ja, aber mit Melli ist es besser gegangen. Ja, ich kann besser werfen, anscheinend. Ja, was war das denn? Ja, manchmal buggt das leider, I'm sorry. Sollen wir uns mal das Prison trauen? Wie spät haben wir es jetzt? 7 Uhr. Ja, notfalls, wenn der Stream abkackt, dann wisst ihr Bescheid, dann mache ich meine Pause. Wenn es wirklich irgendwie abkacken würde,
Dann sehen wir uns nämlich einfach schon später notfalls wieder. Und ich denke aber normalerweise, dass es funktionieren soll. Bei Prison steht nicht auf meiner Liste, wo es abkackt. So, muss ich noch was hinzufügen? Nö, ich darf nicht sterben. Oh Gottes Willen, du Arme. Na dann. Huh! Kalle? Bereit? Huh, hä, wo kommt der denn jetzt her? So, warte, ich spiel mal kurz jetzt. Oh, warte, kann ich auch dagegen werfen? Ne. Aua. Masa, du kannst starten. Ah ja. Okay, jetzt habe ich Angst. Wo ist denn hier vorne? Hä? Da ist vorne. Hände vorne. Oh oh. Oh oh. Ja, das war keine gute Idee. Ja, ich höre euch nicht mehr, sorry. Ich habe jetzt keinen Sound mehr, ich glaube ihr wahrscheinlich auch nicht mehr und sobald ich jetzt zu viel mache, wird's abkacken. Also Prison ist auch von der Liste gestrichen. Wenn ihr mich hört, dann werft mal irgendwie, keine Ahnung, schreibt was in den Chat und die anderen sollen irgendwie mich was abwerfen. Werft irgendwas auf mich drauf, wenn ihr mich hört. Ihr hört mich nicht, okay. Masa, das sieht einfach so lustig aus. Hört ihr noch was im Chat? Hört ihr mich noch? Chat? Da war nicht. Ja, das ist ja schlecht, ne? Wenn wer dich hört? Ja, Ingame nicht. Ja, ja, ich habe auch keinen Ingame-Sound mehr. Ich weiß nicht, ob ihr noch Ingame-Sound habt, aber also wie gesagt, das ist das, was ich halt meine. Bei zu großen Maps kackt das Spiel entweder komplett ab oder mein Sound setzt aus. Also ich höre jetzt überhaupt nichts mehr. Wir hören dich nicht mehr. Ich weiß nicht, was Phasmophobia da macht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber sobald die Maps zu groß sind, ist vorbei einfach. Also Prison hatte ich mal geschafft, das sogar ging, aber ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Nee, nur deine Stimme. Also ich höre mich jetzt ganz, ja. Ja, also ist, wie gesagt, das ist halt das, was ich erwartet habe, dass passieren wird bei zu großen Maps. Bei kleineren geht's. Ich hab's auch schon mal geschafft, hier reinzulernen, wo es dann normal ging, aber ja. Zumindest ist es nicht komplett abgestürzt, weil das macht's ja auch nicht mehr. Ich hab halt jetzt keinen Ingame-Sound mehr. Kann halt nichts machen. Roboter-Master? Oh! Deine Stimme ist Roboter. Okay, sorry, Leute. Dann machen wir Pause. Ich bin später um 20 Uhr circa wieder da. Sorry, Leute.